So, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, auch durch den Regen sich nicht abhalten haben lassen. Ich freue mich sehr, dass wir das machen können, zurzeit halbieren zwischen Präsenzveranstaltungen hier im Raum, wo nicht so viele sein können, aber doch schöne Zahl da ist, und Streaming, dass Menschen auch das daheim am Computer verfolgen können. Das ist ungefähr die Hälfte hier und die Hälfte am Bildschirm. Das ist ganz wunderbar und ich freue mich sehr, dass wir zwei junge Kollegen von der Hochschule für Fernsehen und Film, die auch schon ein eigenes kleines Unternehmen haben, gewinnen konnten, diese Streamings für uns hier zu machen. Das ist Hilaria Lukmele und Nuno Wong. Und ich möchte mich bei denen, die jetzt daheim am Bildschirm sitzen, ein bisschen entschuldigen, dass die Bildqualität noch nicht so gut ist. Wir haben jetzt im Juli all diese Sachen aufgebaut und haben gemerkt, dass unsere Sendequalität übers Internet ein bisschen zu schwach ist und werden das über die Sommerferien verbessern und hoffen dann, dass wir ab Herbst mit besserer Qualität auch streamen können. Also wir werden das nicht mehr aufgeben, glaube ich, weil es gibt Menschen, die von weiter her gerne zuschauen oder die vielleicht nicht so mobil sind oder die sagen, ich will nicht mehr in die S-Bahn. Und so ist es eigentlich eine ganz schöne Mischung. Und so lernen wir alle total viel dazu in diesen Umbruchzeiten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind, weil was ist das für ein Referenten, wenn er kein Publikum hat, gell? Das ist reine Tristesse. Und man braucht eine Reaktion und man muss schauen, schlafen die Leute ein oder lachen sie oder sind sie animiert, oder? Und dann geht's gut. Das ist wirklich so für die Referenten, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, bloß vor einer Kamera zu sprechen. Ja? Ich brauche Reaktion, ich brauche Interaktion und Lebendigkeit. Wir haben eine Reihe zu den Bildern von Anfang und Ende, wie sie in den Religionen geprägt sind. Und wir hatten letztes Mal mit Professor Wenz schon die Träume vom unbeschädigten Leben, das war jedenfalls da der Arbeitstitel, das hat sich ein bisschen variiert dann, über Paradies und Himmelreich, also den Beginn der Welt und die Perspektive des Endes. Ist es eine Verfallsgeschichte oder ist es eine Entwicklungsgeschichte, wo der Mensch auch was beiträgt? War ein sehr spannender Vortrag. Und heute haben wir einen Titel, der wird völlig revidiert werden wahrscheinlich. Also Abgründe der Seele, die Hölle als Endzustand. Aber die Ankündigung hat schon letztes Mal erwarten lassen, dass es ganz so schlimm nicht wird mit dem Endzustand. Also schauen wir mal. Warten Sie es ab. Warten wir mal ab. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass wir heute Abend über dieses harte Thema nachdenken können. Sie kennen alle in der Pinakothek diese Wahnsinnsbilder von Rubens Höllensturz. Ein ganzer Saal in der alten Pinakothek ist voll von diesen Bildern, die mit einer Liebe zum Detail ausgemalt sind, ja? Wie die Menschen da in die Folter stürzen. Und die Frage ist ja schon, warum generieren Religionen, und das ist nicht nur das Christentum, das sind auch andere solche Höllenbilder. Was ist der systematische Grund, warum solche Bilder entstehen in der Menschheit? Und welche Funktion haben sie denn? Sollen sie uns einschüchtern, sollen sie uns gefügig machen in einem Herrschaftssystem der Religionen oder haben sie einen anderen Sinn innerhalb der Theologie? Professor Dr. Günter Wenz, bis 2014 an der Ludwig-Maximilians-Universität in der evangelischen Theologie am Lehrstuhl für Ökumene und Fundamentaltheologie, also die Grundlagen der Theologie. Jetzt beschäftigt in der Hochschule für Philosophie mit dem Pannenberg-Nachlass. Das ist eine Aufgabe für große Zeiten und lange Zeiten. Da ist wahrscheinlich noch viel zu tun. Und heute Abend hier, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, und Bühne frei für Sie. Liebe Frau Höchstür, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Einen Gruß an Sie. Ich freue mich, dass Sie da sind, trotz dieses schlechten Wetters. Ich begrüße auch diejenigen, die am Bildschirm sitzen und mir jetzt zuhören. Der Mensch ist ein selbsttranszendentes und welttranszendentes Wesen. So habe ich beim letzten Mal gesagt. Und ich bin ermahnt worden, alle Fremdwörter eiligst zu übersetzen, was ich hiermit tue. Transzendere heißt hinübersteigen. Die Transzendenz ist das, was sozusagen jenseits unseres Erfahrungsraumes liegt. Und wenn ich sage, der Mensch ist ein selbst- und welttranszendierendes Wesen, dann heißt es, er ist nicht durch irgendwelche Reizreaktionsmechanismen festgelegt, sondern er ist in gewisser Weise immer über sich hinaus. Er ist exzentrisch, wie man gesagt hat, außer sich,
Gerade wenn er begeistert ist, findet er das Zentrum seines Selbst nicht unmittelbar in sich, sondern außerhalb seiner. Er ist deshalb das weltoffene Wesen, er ist nicht umweltgebunden, jedenfalls nicht in der fixierten Weise wie die Tiere, sondern er ist weltoffen und ein Moment seiner Weltoffenheit ist dann auch das, was man die Transzendenzoffenheit nennen könnte. Was heißt es? Der Mensch transzendiert alle Schranken. Und wir haben vor allem zwei Schranken ins Auge gefasst, aus naheliegenden Gründen, nämlich die Schranken des Raumes und die Grenzen der Zeit. Indem er die Schranken des Raumes transzendiert, imaginiert er utopische Räume. Utopia heißt ja eigentlich der Ort, der keine ist, der ortlose Ort, der Ort, der jenseits aller Orte liegt. Und so ähnlich handelt es sich auch bei dem Jenseits, wenn man es unter temporalen Gesichtspunkten ins Auge fasst. Eine Urzeit, die vor allen chronologisch messbaren Zeiten anzusiedeln ist. Oder eine Endzeit, die alles Zeitliche transzendiert und wo der Mensch hinkommt, so jedenfalls die religiösen Traditionen, wenn er das Zeitliche segnet. Eine zweite Vorbemerkung. Der Mensch ist gerade dann, wenn er geistesgegenwärtig ist, immer im Erinnern und im Erwarten begriffen. Wir können unsere Gegenwart gar nicht anders denken, ohne Rückbezug auf Vergangenes und unter Aussein Erwartungsbezug auf Zukünftiges. Und das gilt nun auch im Hinblick auf unser Thema. Unser Thema hat zwei Aspekte, einen Erinnerungsaspekt, einen anamnetischen Aspekt, so könnte man es nennen. Anamnesis, ein Begriff, der bei Platon etwa und in der antiken Philosophie eine wichtige Rolle spielt. Und er hat einen Erwartungsaspekt. Aber erinnert wird hier nicht nur dies oder jenes, was irgendwie Teil unserer Selbst- und Welterfahrung ist, sondern die Erinnerung transzendiert auch in der Hinsicht alles Erfahrbare und gelangt dann zu utopischen Orten oder Vorstellungen ursprünglicher Zeiten, die sich mit Assoziationen des Paradieses etwa verbinden, des Garten Edens. Da bin ich übrigens beim letzten Mal gefragt worden von Ihnen, glaube ich, oder von Ihnen, und wusste keine passende Antwort zu geben. Schande, jetzt habe ich mal nachgeschaut, was Eden ursprünglich heißt. Das kommt entweder aus dem Akkadischen oder aus dem Sumerischen und heißt zunächst mal Steppe und Wüste, hat aber dann im Hebräischen einen eigentümlichen Bedeutungswandel durchgemacht, und zwar in Richtung Wonne, Vergnügen, Harmonie etc. Und der Garn Eden ist eben dann der Garten, in dem ursprüngliche Harmonie herrscht, ein Traum, um es mit dem letzten Untertitel zu sagen, vom unbeschädigten Leben. Terminologiegeschichtlich ist es nicht ganz eindeutig und man müsste nochmal genau untersuchen, warum dieser ursprünglich mit der Steppe und der Wildnis verbundene Begriff dann zum Gartenbegriff geworden ist. Es ist aber schön und auch irgendwie naheliegend, denn es ist die Schnittfläche von Kultur und Natur und so haben es hier nicht nur mit dem harmonischen Verhältnis des Menschen mit seinem Gott, sondern auch mit dem harmonischen Verhältnis mit ihm selbst, mit seinen Mitmenschen, unter Einschluss seiner leibhaften Existenz und mithin unter Einschluss seines Weltbezuges bis hin zur animalischen, vegetabilischen, die Pflanzen betreffenden und anorganischen Natur. So hätte man den Paradiesbegriff dann begrifflich etwas aufbereitet und plausibel gemacht, warum er, der ja auch aus dem Persischen stammt, als er Lehnwort ist und in der Septuaginta die Übersetzung von Garn Eden, Garten Eden ist, mit diesen Bedeutungskonnotationen verbunden ist. Aber diese Erinnerung ist sozusagen rückwärts gewandt und wir haben es mit einer rückwärts gewandten, ja wie soll ich jetzt sagen, Utopie, Imagination, Fantasie, Traum, darüber müssen wir im Einzelnen sprechen, welcher Begriff
der passende ist, aber ich habe beim letzten Mal schon den Fantasie- und Einbildungsbegriff rehabilitieren wollen. Er kann nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden mit Fiktion, mit dem bloß Fiktiven und damit Unwahren, sondern ohne Imagination, ohne Einbildung kann ein menschliches Leben gar nicht gelebt werden. Und es könnte ja immerhin sein, dass es sich dabei um Einbildungen von der Art handelt, deren Primärsubjekt gar nicht wir sind, sondern die uns eingebildet werden, uns als Imago Dei, als denjenigen Gestalten, die zur Gottebenbildlichkeit bestimmt sind. Imago Dei heißt ja nichts anderes als Gottebenbildlichkeit. Also darüber müsste man nachdenken. Nicht alles, was nicht empirisch verifizierbar ist, muss deshalb falsch sein. Unser Leben geht nicht auf im empirisch Verifizierbaren. Und es gehört zu dem, was ich die Selbsttranszendenz, die Welttranszendenz des Menschen nennen möchte. Und da haben wir jetzt zunächst mal vor allem die urzeitlich orientierten Imaginationen ins Auge gefasst, haben aber schon am Begriff des Paradieses festgestellt, dass er auch zu einem Erwartungsbegriff werden kann. Noch heute, sagt Jesus zum Schächer zu seiner Linken, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da nimmt der Begriff des Paradieses die Bedeutung von Himmel, Himmelreich, Reich Gottes an. Und diese Vorstellung eines Reich Gottes wird in der Regel mit Kommenden assoziiert, also mit Zukünftigen, auf das sich die Erwartung richtet. Darüber müssen wir auch noch mal einen Augenblick nachdenken, warum eigentlich der Mensch unter allen Tempora der Zukunft eine Primärbedeutung zudenkt. Ich will die Erinnerung nicht geringschätzen, aber ich will, was ich sagte, an einem Beispiel zu demonstrieren, das schon an unser Thema unmittelbar heranführt. Sie werden durch die Tatsache, dass Sie Jahrhunderte, ja Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nicht erlebt haben, nicht übermäßig tangiert, nehme ich jetzt mal an. Das Faktum Ihrer Geburtlichkeit will heißen, das Faktum, dass Sie erst irgendwann einmal auf die Welt gekommen sind und in die Lage versetzt wurden, Erfahrungen zu machen. Tangiert sie eigentlich nur bedingt. Und können sagen, er kann das alles in Erinnerung bringen, das ist aber nicht wahr. Den größten Teil dessen, was erlebenswert zum Beispiel gewesen sein könnte, das haben sie nicht erlebt und das werden sie nie erleben. Und keine Erinnerung reicht so weit, dass diesen Verlust, sage ich jetzt mal, kompensieren können. Trotzdem sitzen sie da relativ gelassen und sagen, ja gut, das macht mir nichts aus. Der bevorstehende Tod hingegen hat ein anderes Drohpotenzial. Die Tatsache, dass ich mal nicht war, beunruhigt mich weit weniger als die Tatsache, dass ich mal nicht mehr sein werde. Warum ist es so? Warum ist es so? Ich glaube schon, dass es was mit der Irreversibilität des Lebenslaufes und dessen Unumkehrbarkeit zu tun hat. Dass das menschliche Leben eindeutig gerichtet ist. Das gilt vielleicht nicht für alles in der Natur, obwohl nach neueren kosmologischen Vorstellungen ja die Natur ein prozessuales Geschehen ist. Aber unter newtonschen Bedingungen konnte man die Naturprozesse als zeitinvariant betrachten. Unser Leben können wir nicht als zeitinvariant betrachten, es ist eindeutig von einem Anfang auf ein Ende hin gerichtet. Und diese Verlaufsform des Lebens, diese Prozessualität des Lebens, ist, glaube ich, der Erklärgrund dafür, dass sich die Aufmerksamkeit des Menschen sehr viel stärker den Zukunftserwartungen, und zwar nicht nur den chronologischen Zukunftserwartungen, sondern auch den Zukunftserwartungen zuwendet, die transzendierender Art sind, die sozusagen über das eigene Ende und das Ende aller Dinge hinausweisen. Jedenfalls sehen wir in vielen Vorstellungen, die unser Thema betreffen, eine tendenzielle
jetzt kommt wieder ein Fremdwort, Eschatologisierung. Proton ist das Allererste. Ein Erstes über das hinaus, ein Erster, das nicht gedacht werden kann. Das Eschaton wäre ein Letztes über das hinaus, Letzteres nicht gedacht werden kann. Die Eschatologie ist deshalb die Lehre von den letzten Dingen. Im Lateinischen die Novissimis, vom Allerneuesten, von einem Neuen über das hinaus, Neueres nicht gedacht werden kann. Vom Allerjüngsten, vom jüngsten Tag etwa. Ja? Das war jetzt mein Vorspruch. Und der soll die Aufmerksamkeit jetzt nicht einfach weglenken von protologischen Ursprungsimaginationen, aber doch vorbereiten darauf, dass jetzt der Hauptakzent auf Endzeiterwartungen gerichtet wird. Auf sogenannte eschatologische Erwartungen, auf Erwartungen, die die letzten Dinge, die eschata, wie man sie im Griechischen nennt, die novissima, wie man sie im Lateinischen nennt, zum Inhalt haben. Welche sind solche Vorstellungen? Als ich erreicht die Mitte meines Lebens, fand ich mich tief in eines Waldes dunkel. Habe ich hier schon mal zitiert über die göttliche Komödie. Die drei Vorstellungen, die wollen wir heute ein bisschen genauer ins Auge fassen, nämlich die Hölle, mit der die ganze Geschichte anfängt, der spannendste Teil, wie die meisten Leser sagen. Dann das Purgatorium, was ist denn das eigentlich? Das Fegefeuer, das aber bei Dante überhaupt nicht als Feuer in Betracht kommt, sondern als Läuterungsberg. Da müssen Sie also ein bisschen Mühe walten lassen, um den Berg zu erklimmen, von dem aus dann der Weg ins Elysium, ins Himmelreich, in den Himmel, in die Basileia ton Uranon, in die Basileia Tuteu, in das Reich Gottes führt. Die Vorstellungen, die Sie damit verbinden, sind ja vielfältig. Zwei haben wir schon ins Auge gefasst. Paradies, Himmelreich. Himmelreich bei Matthäus, Basileia ton Uranon, sonst bei den anderen Evangelien in der Regel Reich Gottes genannt. Aber Sie haben noch andere Vorstellungen, die sich damit verbinden, andere Metaphern, zum Beispiel das ewige Leben. Aber wir wollen uns jetzt konzentrieren auf die drei, Hölle, Purgatorium, Fegefeuer und Himmel. Und das Versprechen ist ja das, vor allem auf die Hölle einzugehen. Bevor ich das tue, und das war jetzt mein Vorspruch, mein Prolog, will ich in einem ersten Abschnitt kurz darauf eingehen, was ja im allgemeinen Bewusstsein das Übliche sein dürfte, nämlich die Negation solcher Erwartungen. Die Aussage, dass es damit eigentlich nichts auf sich hat. Und ich will es anhand eines Satzes, der naheliegend ist, ausgesprochen zu werden, verdeutlichen, nämlich, was kommt denn nach dem Tod? Antwort, nichts. Darüber müsste man ein bisschen nachdenken, was damit eigentlich gesagt ist. Und damit will ich beginnen. Der diesen Satz sagt oder der diese Antwort gibt, nichts, der meint ja damit, die ganzen eschatologischen Vorstellungen falsifiziert zu haben. Er sagt damit, das ist falsch, das gibt's nicht, oder damit hat es eben nichts auf sich. Was ist damit gesagt? Das soll mein erster Teil sein. Der zweite Teil richtet sich dann analog zum Vorgehen beim letzten Mal auf die formalen Strukturen dieser Vorstellung. Und da will ich mich jetzt heute konzentrieren auf die individuelle Perspektive. Und beim nächsten Mal Apokalyptik, Apokalypse, auf die universale, kosmologische, die weltbetreffende Perspektive. Dass man das nicht voneinander trennen kann, das werden wir heute schon sehen, aber unterschiedliche Akzentsetzungen kann man vornehmen. Heute werde ich also vor allem die individuelle Perspektive ins Auge fassen. Und zwar
unter der vermeintlichen Alternative Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten, und zwar leibhaftige Auferstehung der Toten. Was hat es mit diesen Vorstellungsweisen eigentlich auf sich, die die formalen Implikationen aller materialen Vorstellungen von irgendwelchen Endzeiterwartungen sind? Im dritten werde ich dann die materialen Vorstellungen selbst ins Auge fassen, beginnend mit der Hölle, über das Purgatorium hin zum Himmel, wo die ganze Jenseitsreise ja enden soll. Und dass sie tatsächlich dort enden wird, will ich dann unter dem vierten Gesichtspunkt noch genauer ansprechen, nämlich anhand der Vorstellung vom Descensus ad Inferos, hinabgestiegen in das Reich des Todes heißt. Ich finde, die alte Version war besser. Hinabgestiegen in die Hölle. Hinuntergefahren in die Hölle. Descensus ad Inferos, ins Inferno ist er hinabgefahren. Warum? Um auch an diesem äußersten Ort Heil zu schaffen. Das wird sozusagen das Korpus des Ganzen sein, ein paar abschließende Bemerkungen zur Vorstellung von der Höllenfahrt Jesu Christi. Was kommt nach dem Tod? Antwort: nichts. Damit darf man sich nicht sofort ins Boxhorn jagen lassen, sondern man sollte eine Rückfrage stellen. Was ist damit gesagt? Wenn damit gesagt ist, dass unser geliebtes Leben nach dem Tod, das ist ja auch schon eine problematische Ausdrucksweise, keine Fortsetzung findet, wie das Leben, das uns durch unsere Welterfahrung und auch durch unsere Selbsterfahrung zugänglich ist, dann wird man sagen müssen, hat dieser Satz seine Richtigkeit. Denn dass der Tod ein Ende des Lebens ist und dass er das irdische Leben beendet und dass damit eine Zäsur gezogen ist, die nicht überstiegen werden kann, und dass Nahtoderfahrungen hin und her seinen Tod noch keiner erlebt hat, dass mithin auch keiner von postmortalen Zuständen eine irgendwie denkbare Erfahrung hat, davon sollte man ausgehen. Jeder Obskurantismus ist gerade dem Christentum und dem Judentum ein Gräuel. Und davon soll man das Kreuz schlagen, damit es gebannt wird und die Verwesung nicht Eingang findet ins Leben. Diese Endlichkeit unseres Lebens nicht notwendigerweise defizitär sein muss, sondern dass die Endlichkeit unseres Lebens durchaus ein Vollendungsdatum sein kann. Das ist nochmal was anderes. Und das sollte man einen Augenblick auch nochmal bedenken. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Das ewige Leben ist immer auch mit der Assoziation
der Stille, der Ruhe, des Abgeschlossenen, des keine Fortsetzung, keine Wiederholung Findenden. Von daher würde ich euch jeden Reinkarnationsgedanken, so verständlich er ist, aus der Sphäre des Christentums und des Judentums verweisen. Ganz unabhängig davon, dass er die Individualität des Menschen nicht ernst nimmt. Aber zurück zum Thema. Dem Tode nichts kommt, scheint das Ganze im Grunde nichts gewesen und nichtig gewesen zu sein. Dann hätte das Nichts gewissermaßen nicht nur Retrospektive, sondern eine retroaktive Kraft für das ganze Leben. Es würde das gelebte Leben zunichte machen. Und die Nichtigkeit desselben von Grund auf belegen. Daraus können es dann unterschiedliche Schlüsse ziehen. Entweder den Schluss der Verzweiflung, dass es im Grunde von Anfang an nicht lohnt, das Leben, weil es per se im Nichts des Todes endet. Oder vielleicht den anderen Schluss, den hybriden Schluss, der freilich nicht weniger verzweifelt ist, ziehen, dass sie so leben können, als ginge es im Grunde um nichts. Sodass die innere Verbindlichkeit des Lebens und die Unbedingtheitsdimension von vornherein aus dem Leben entweichen würde. Spähmann, katholischer Theologe, nicht Theologe, Philosoph, der hier an der LMU gelehrt hat, hat mal Argumentation vorgetragen, die dann den etwas übertriebenen Titel bekommen hat, der Gottesbeweis aus dem Futur exakt. Die Geschichte ist ungefähr so angelegt, wir sitzen jetzt hier und die Tatsache, dass wir hier sitzen, ist Faktum und niemand, der jetzt hier ist, wird sagen, diese Faktizität unseres Daseins sei nicht wahr. So, jetzt nehmen wir alle Bewusstseine, die hier versammelt sind, weg. Dann wird die Tatsache, dass wir hier gesessen sind, immer noch wahr bleiben. Dann können Sie sagen, ja, das bleibt deshalb wahr, weil noch andere Bewusstseinsgrößen in Anschlag zu bringen sind, die sie gegebenenfalls an unser Dasein heute Abend hier erinnern können. Aber jetzt nehmen Sie die noch weg und nehmen Sie alle, die in der Lage sind, sich daran zu erinnern, prinzipiell weg. Würde dann die Faktizität dessen, dass wir heute da sind, aufhören? Sodass man sagen müsste, es ist schon so lange her, dass es gar nicht mehr wahr ist. Es ist schon so lange her, dass es im Grunde gar nicht stattgefunden hat, dass das, was ist, in Wahrheit gar nicht ist, sondern nur zu sein scheint. Dann wären es einer metaphysischen Nihilismus. Zumindest am Weg dorthin. Ob das eine theoretisch vertretbare Position ist, wage ich zu bezweifeln. Der Salon-Nihilismus ist ohnehin keine ernsthafte Erscheinung. Aber wenn der Nihilismus uns
im Grund unsere Existenz ergreift, dann ist es in hohem Maße ernst. Denn dann wird das, was hier nur als Schein zur Geltung gebracht wird, eine Realität, die uns im Innersten ergreift, und dann sind wir dem, was die Tradition Hölle nennt, gar nicht so fern. Das Zweite, die formalen Strukturen endzeitlicher Vorstellungen. Da muss ich jetzt ein bisschen historisch ausholen, aber ich repetiere im Grunde nur, was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe. Was ist eigentlich die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion, die auch für das Christentum unaufgehbar ist? Erstens, Gott ist einer. Die ganzen polytheistischen Kämpfe der Götter untereinander um die Vorherrschaft, um die Hierarchisierung, die sind ausgefochten. Gott ist einer. Der jüdische Monotheismus ist strikt, nicht nur Monolatrie, dass nur ein Gott verehrt wird, aber die Existenz anderer offen bleibt, sondern er ist ein strikter Monotheismus. Gott ist einer und außer diesem einen Gott ist kein weiterer. Das Zweite, dieser eine Gott ist ein Gott universaler Vollmacht, Macht, Allmacht. Der Schöpfer Himmels und der Erde. Aber das Dritte ist die eigentliche Pointe. Dieser eine universale Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, setzt seine ganze Allmacht nicht beliebig ein, sondern nach Maßgabe seiner Gerechtigkeit. Der eine universale Gott ist gerecht. Und er definiert sich nicht primär über Allmacht, sondern über Gerechtigkeit. Und deshalb muss zwischen Guttun und Wohlergehen, darüber sprachen wir ja beim letzten Mal schon, ein Korrespondenzzusammenhang bestehen. Und dieser Korrespondenzzusammenhang wird durch die Erfahrungswerte des Lebens und der Weltgeschichte in Frage gestellt. Und jetzt kommt es zu dem, was man die Eschatologisierung der jüdischen Tradition nennen kann, und mit der Apokalyptik werden wir uns ja beim nächsten Mal noch beschäftigen. Das gehört ganz in diesen Zusammenhang. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn das so ist, dann ist entweder Gott nicht allmächtig oder er ist nicht gerecht. Weder das eine noch das andere, sagt der fromme Jude. Sondern der sagt, und mögen auch Himmel und Erde vergehen. Mag also alles, was Gegenstand unserer Selbst- und Welterfahrung ist, zunichte werden. Die Gerechtigkeit Gottes wird sich am letzten Ende, am Tag des Herrn, am jüngsten Tag oder wie sie es dann immer benennen mögen, beweisen. Und zwar in einer nicht falsifizierbaren Gewissheit. Das ist der Grund des jüdischen Glaubens. Und wenn man jetzt fragt, warum müssen denn am letzten Ende dann alle auferstehen? Dann ist die Antwort klar, um vorstellig zu werden vom Richterstuhl Gottes. Damit die Gerechtigkeit Gottes nicht Schaden nimmt. Deshalb müssen alle vorstellig werden vom Richterstuhl Gottes. Und die christliche Tradition kommt ja auf diese Vorstellung eindeutig und affirmierend zurück. Er wird wiederkommen, wer? Jesus Christus, zu richten die Lebenden und die Toten. Und in diesem Gerichtszusammenhang hat dann auch die Höllenvorstellung ihren Ort. Darauf will ich aber noch nicht sofort eingehen, sondern zunächst einmal die formalen Bedingungen klären. Auferstehung. Nun, das ist eine Metapher. Und sie orientiert sich am alltäglichen Vorgang des Aufwachens und des Aufstehens. Und wenn Sie da mal versuchen, sich selbst zu beobachten, was allerdings eine gewisse Schwierigkeit ist, weil um sich zu beobachten, müssen Sie eigentlich schon wach sein. Also Sie müssen aber trotzdem sich so in einen Dämmerzustand mal rein insinuieren. Wenn ich noch weiter rede, wird es Ihnen wahrscheinlich nicht allzu schwer fallen und wird es Ihnen unmittelbar erfahrungsmäßig zugänglich sein. Dann können Sie sagen, Sie kommen zu sich und zugleich zur Welt. Es ist nicht so, dass ich erst zu sich komme und dann so, aha, die Welt ist auch noch da. Oder zunächst zur Welt komme und so, aha, jetzt bin ich ja der die Welt wahrnimmt. Sondern das geht sozusagen in einem und zugleich. Selbst und Welt bilden also einen unmittelbaren Zusammenhang. Und deshalb ist in der jüdischen Tradition
immer die Einheit von Selbst und Welt, von Ich und Leib, von Seele und Leib betont worden. Ja? Die Vorstellung der Auferstehung, der Auferweckung, ist in der jüdisch-christlichen Tradition immer verbunden mit der differenzierten Einheit von Leib und Seele. Ja, der Seelenbegriff spielt eigentlich, Nefesh, ja, das ist ein hebräischer Begriff, den man mit Seele übersetzen kann, aber spielt in der jüdischen Tradition nicht die Rolle, die er dann in der antik-griechischen Tradition spielen wird. Und die spielt dann mit herein und prägt viele formale Grundvoraussetzungen der christlichen Eschatologie-Erwartungen. Ja? Darum wollen wir jetzt den Seelengedanken neben dem Gedanken der Auferweckung oder der Auferstehung von den Toten nur genauer ins Auge fassen. Seele. Ja, Seele gibt es nicht. Kann man auch wieder sagen. Wir haben den Fisch aufgeschnitten und da ist eine Seele drin. Das ist dieser Silberstreifen. Ja gut, das ist aber nicht die Seele, die gemeint ist, sondern, ja, was ist denn die Seele eigentlich? Aristoteles hat die Seele auf alle Lebewesen ausgedehnt. Alle Lebewesen sind beseelte Wesen. Unbeseelte Wesen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht leben. Was heißt denn das eigentlich, nicht leben? Nicht leben heißt, ihrer selbst nicht inne zu sein. Schon wenn ein Wesen seiner selbst in wie rudimentärer Weise auch immer inne sein kann und damit einer Innen-Außendifferenz inne sein kann, ist es beseelt. In der antiken Tradition ist also der Seelenbegriff gar nicht allein den menschlichen Lebewesen vorbehalten, sondern der Mensch ist eine rationale Seele. Ein animal rationale, ein rationales Lebewesen mit einer entsprechenden Anima, mit einer entsprechenden Seele. Im menschlichen Bereich konnte dann der Seelenbegriff vor allem in der Neuzeit gleichgesetzt werden mit dem, was wir Ich nennen. Was sagen Sie eigentlich, wenn Sie Ich sagen? Ich ist das, was alle Ihre Selbsterfahrungen und Welterfahrungen konstant begleitet. Ich ist Ihr Identitätsgenerator oder Ihr Identitätsausweis. Wenn Sie Ich sagen, dann identifizieren Sie sich mit sich selbst. Ja? Und das ein Leben lang. Sie könnten ja sagen, was interessiert mich, was ich vor 3 Jahren angestellt habe. Das war ich nicht, sondern das war andere. Aber das wird Ihnen keiner durchgehen lassen. Ich ist der Ausdruck dafür, dass sich die Selbigkeit Ihres Lebens konstant durchhält, bei allen Änderungen. Und deshalb Identität, Selbigkeit. Und das, was wir selbst nennen, das bin ich selbst, das bringen wir ja damit in Verbindung. Nun kann man sagen, identisch ist jedes Ding. Auch diese Flasche ist identisch mit sich selbst. Freilich ohne dessen inne zu sein. Und ohne ein Bewusstsein davon zu haben. Und ohne ein Selbstbewusstsein zu haben. Wir hingegen sind unserer Identität bewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Selbstbewusstsein ist keine Kategorie, die man primär psychologisch in Anwendung bringen darf, sondern das Wissen um sich selbst und seine Selbigkeit. Und der Seelengedanken steht dafür, dass er der Indikator für diese lebenslange Sich-Selbst-Gleichheit des Menschen ist. Und die traditionelle Vorstellung war die, dass diese Selbigkeit, die das Ich zum Ich macht, im Tode nicht destruiert wird. Das ist die für die Antike, für das antike Griechentum beherrschende Vorstellung.
Das setzt freilich voraus, dass sie das, was sie Ich oder Seele nennen können, von ihrer leibhaft körperlichen Existenz distanzieren können. Dass man Leib und Seele trennen kann. Und was sagt Sokrates, als er den Schirlingsbecher getrunken hat? Stiftet dem Aeskulap einen Hahn, stiftet dem Gott der Heilkunst einen Hahn. Warum? Weil er vom Desmoterion, des Psyches, vom Gefängnis der Seele befreit ist. Dahinter steht eine elementare Reserve des griechischen Denkens gegen das Materielle, gegen das Körperliche, gegen das Leibhafte. Denkst den größten Künstler Phidias. Er versucht, die absolute Form aus dem Marmor herauszuschlagen. Und beim letzten Vollendungsschlag zerbricht ihm das Material. Weil das Material nicht in der Lage ist, vollendet durchformt zu werden. Du musst der Körper, du musst der Leib und das Leibhafte lieben. Wenn es zur Vollendung kommen soll, abgestoßen werden. Da schließt sich dann natürlich die Frage an, ja, ist dann die Seele ohne ihren Körper eigentlich noch individuiert? Ist es noch eine Individualseele? Da gab es lange Streitigkeiten in der antiken Tradition, die dann auch hineingewirkt haben in die christliche Tradition. Aber die christliche Tradition war immer mit dem Problem verbunden, nein, eine Trennung zwischen Leib und Seele gibt es nicht. Sondern es hat eine psychosomatische Differenzeinheit statt. Sie können Psyche und Soma nicht trennen. Damit hat sich das Christentum in Fortfolge mit dem Judentum natürlich mit einer Menge Probleme belastet. Sie müssen den Leib mitnehmen. Und der Leib ist ein Passionsfaktor. Im Christentum ist das Problem der Sterblichkeit, des Ablebens, um der Betonung der leibseelischen Einheit willen, viel dramatischer geworden. Ein Eindruck davon, und den deutlichsten Eindruck können Sie verschaffen, wenn Sie das Sterben des Sokrates mit dem Sterben Jesu Christi vergleichen. Der eine stiftete dem Aeskulap einen Hahn, der andere, er schrie auf und verschied. Also schon gravierende Unterschiede in der Wahrnehmung dessen, was Tod bedeutet. Das ist aber jetzt nur mal der Hintergrund dessen. Wenn Sie die leibseelische Einheit so stark machen und den Leib zum Individuationsprinzip der Seele erklären, dann können sozusagen auch die Welt nicht einfach lassen. Dann können es von der Welt auch nicht einfach Abstand nehmen. Und dann stellt sich in eschatologischer Hinsicht die Frage, wie verhält sich eigentlich unser Ende als Individualende zum Ende der Menschheitsgeschichte und der Welt. Und die traditionelle Vorstellung ist die, dass die Auferstehung der Toten erst am Ende aller Zeiten stattfinden wird. Der Leib in seinem Schlafkämmerlein, Ruhe ohne alle Last und Pein bis zu dem jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich. Sie kennen es in der schönen und ergreifenden Bach-Vertonung. Aber allmählich und schon in der frühen Christenheit hat sie dann das Interesse von der Universal-Eschatologie doch immer mehr auf die Individual-Eschatologie verlagert, was durch die Orientierung an der einen menschlichen Gestalt Jesu natürlich auch nahegelegt war. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also, nach dem individuellen Tod tritt sofort ein, was in endzeitlicher Hinsicht der Fall ist, jedenfalls in Bezug auf das Individuum. Das bleibt ein durchgängiges Problem der christlichen Eschatologie, wie sich der individuelle Aspekt zum Universalen verhält.
Darüber wollte ich jetzt etwas ausführlicher reden, um sozusagen die formalen Rahmenbedingungen unseres Themas mal in ihrer Problemhaltigkeit genau ins Auge zu fassen. Bei einem materialen Gehalt, wenn wir jetzt gleich sehen, wie schwierig die Geschichte ist, das Purgatorium, nämlich das Fegfeuer, ist nach traditioneller Vorstellung zwischengeschaltet zwischen dem individuellen Tod und dem Weltende und der universalen Auferstehung. Freilich sitzen die, die im Purgatorium sitzen, wenn es denn das Purgatorium gibt, nicht in der Hölle, sondern sind allesamt beseligt. Nur die zur ewigen Seligkeit bestimmten sitzen im Purgatorium. So die traditionelle Vorstellung. Jetzt sind wir aber schon mittendrin in den materialen Vorstellungen. Und da steht im Zentrum der jüdisch-christlichen Tradition eindeutig der Gedanke des Gerichts. Ja, man hat fast den Eindruck, das Christentum hätte im Grunde in eschatologischer Hinsicht nicht mehr zu sagen als Gericht, Gericht, Gericht. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn Sie die Tradition, die reformatorische Tradition befragen, wie hat man sich das zu denken? Als Scheidung. Als Scheidung zwischen Böcken und Schafen. Als Scheidung zwischen Guten und Bösen. Als Scheidung derer, die in den Himmel kommen und derer, die in die Hölle kommen. Wenngleich man einen Vorbehalt machen muss. Dogmatisiert und definiert würde nie die Lehre, dass es eine bestimmte Anzahl von Menschen sein wird. Die Möglichkeit, dass die Hölle leer ist, hat man nie definitiv ausgeschlossen. Definitiv ausgeschlossen hat man allerdings, dass der Höllengedanke falsch sei. Und definitiv ausgeschlossen hat man die These, dass der Höllengedanken falsch sei. Deshalb, weil man die Lehre von der Wiederbringung aller als Irrlehre verabschiedet hat. Also die Vorstellung einer Apokatastasis Pandon will heißen, eine Allversöhnung. Weil man meinte, die Lehre von der Allversöhnung prinzipialisiert die Gnade Gottes dergestalt, dass die Gerechtigkeit Gottes Schaden leidet und die Differenz von Gut und Böse vergleichgültigt wird. Und da haben wir jetzt sozusagen den eigentlichen Kern aller Höllenvorstellungen. Die ganzen Ausmalereien, die sich damit verbunden haben, die können jetzt getrost der Volksfrömmigkeit zurechnen. Die war nie Gegenstand des kirchlichen Dogmas. Damit sind die Vorstellungen nicht gut geheißen. Damit ist aber gesagt, dass sie nicht notwendiger Bestandteil der Lehre von dem sind, was man die Hölle nennt. Jetzt fragen wir überhaupt mal, was nennen wir denn die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Ne? Sagen sie am Oktoberfest auch gelegentlich. Das ist Wahnsinn. Ist in gewisser Weise ja richtig. Was heißt denn Hölle? Hell, ein germanisches Wort, das Untenliegende, das Verborgene, das Höhlenhafte. Ich meine, das ist von der Metaphorik schon ganz interessant. Es ist drunten, nicht droben. Wir können ja fragen, warum ist denn der Himmel eigentlich droben und nicht drunten? Jedenfalls dann, wenn ich zwischen Sky und Heaven, zwischen Himmel und Himmelreich unterscheide. Das sind auch solche Bezüge, über die man mal nachdenken müsste, um sozusagen also was wie Orientierung, im wahrsten Sinne des Wortes, in den eschatologischen Vorstellungen zu gewinnen. Da ist dunkel. Herrscht in der Hölle Feuer? Bei Dante nicht. Bei Dante ist alles eiskalt. Und je tiefer sie in die Hölle runterkommen, desto frostiger wird die Angelegenheit. Was aber in der Hölle der Fall ist, ist, dass alles verkehrt ist. Und zwar derart grundverkehrt, dass etwa das Verhältnis von Leib und Seele
umgekehrt wird. Der Leib dominiert die Seele und knechtet sie auf diese Weise. Die Seele sehnt nichts anderes als den Tod herbei. Sie kann aber nicht sterben. Jetzt wird der Tod plötzlich zur Verheißung. Unter höllischen Bedingungen wird der Tod zur Verheißung. Es war mal in der eschatologischen Vorstellung nahegelegt zu sagen, auferstehen werden nur die, die zur ewigen Seligkeit bestimmt sind. Die nicht zur ewigen Seligkeit bestimmten, die werden nicht auferstehen. Die werden ewig dem Tod überlassen bleiben, also dem Nichtigen. Das hat sie nicht durchgesetzt. Warum nicht? Weil man meinte, damit wird der letzte Ernst der Gerechtigkeit unterminiert. Und die Vorstellung immer noch als naheliegend propagiert, nämlich dass der Tod das Ende der Differenz von Gut und Böse sei. Also der Höllengedanken will eigentlich den Weg verstellen zu der Vorstellung, dass der Tod die Differenz von Gut und Böse nivellieren könnte. Das Schlimmste, was mir passieren kann, was immer ich angestellt habe, ist, dass ich im Tode ende. Dem widerspricht die Höllenvorstellung und man wird fragen müssen, ob dem nicht auch das widerspricht, was wir Gewissen nennen. Lässt sich das Gewissen beruhigen durch den Hinweis, dass in wenigen Jahrzehnten sowieso alles aus ist, mithin auch die Differenz zwischen Täter und Opfer keinen Bestand mehr hat? Kann dem Tod die Macht zugedacht werden, die Differenz von Gut und Böse zu nivellieren? Sind sie halt tot. Kann man eh nichts mehr machen. Ist das ein Argument? Oder ist das nicht der inhumane Naturalismus, der schlimmer ist als alle Höllenvorstellungen zusammen? Ist es erträglich, den natürlichen Tod mit der Vollmacht auszustatten? Ist es nicht der letzte Hohn den Opfern gegenüber? Zeugt nicht das Gewissen selbst dafür, dass die Differenz von Gut und Böse einen Ewigkeitswert hat? Dass sie von unbedingter Verbindlichkeit ist? Nur als Überlegung. Das ist jedenfalls der Ort, an dem der Höllengedanke jenseits aller Ausmalungen, die sie mit ihm verbunden haben, ein Ort. Er ist also nicht primär angesiedelt in der Zufügung von Übel. Das ist eine üble Vorstellung. Sondern es ist ein Abgrund der Seele. So wie es im Titel ja heißt. Eine Seele, die sich in der Lage befindet, der Bodenlosigkeit ihrer selbst zu verfallen. Und keinerlei Möglichkeit mehr hat zur Wiedergutmachung. Dieser Zustand auf Dauer gestellt, der wäre die Hölle. Und das wäre sozusagen der dogmatische Begriff, wenn man hier vom Begriff überhaupt sprechen will, dessen, was die Tradition mit der Hölle verbindet. Das abgrundtief sich selbst Verfallene, das hervorgeht aus dem in sich widrigen und verkehrten Unwesen des Bösen. Abgelehnt wurde eindeutig die Vorstellung einer Wiederbringung aller, die dazu führt, dass der Gerechtigkeitsgedanken Schaden nimmt. Und jeder Versöhnungsgedanken muss auf der Voraussetzung aufruhen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan würde. Und vielleicht findet man von dem Gedanken her auch einen besseren Zugang zu den traditionellen Deutungen des Kreuzes Christi. Er hat genug getan für die Gerechtigkeit Gottes. Er steht dafür,
dass Versöhnung geübt wird, unbeschadet der Gerechtigkeit Gottes. Deshalb die ganzen Opfervorstellungen. Denn was hat denn der Kult des Opfers für andere Funktion, als zu versöhnen, aber nicht mir nichts, dir nichts, sondern in Anbetracht der Gerechtigkeit Gottes und in Anbetracht von Sünde und Schuld. Also, die ganzen Vorstellungsweisen, die sich mit dem Tod Christi traditionell verbinden, haben es mit diesem Problem zu tun. Wie kann die universale, grenzenlose Güte Gottes zusammengedacht werden mit der Gerechtigkeit Gottes? Und das ist ein ernstes Problem, dass man nicht nur, aber auch um der Verbindlichkeit der jüdischen Tradition christlich ernst nehmen muss. Ein lieber Gott, der nicht auch ein Gott der Gerechtigkeit ist, ist ein Gott des Beliebens, der den jüdischen Gott meilenweit unterbietet. Und das Christentum muss auch Acht geben, dass es nicht die jüdische Tradition unterbietet. Und es wäre immer dann der Fall, wenn von der Liebe, von der Versöhnung und von der Güte Gottes auf Kosten seiner Gerechtigkeit und damit auch auf Kosten der Opfer geredet wird. Und deshalb musste, das wäre vielleicht die eigentliche Pointe, Gott selbst zum Opfer werden, um sich überhaupt die Möglichkeit zu erschließen, Versöhnung zu üben, ohne das Recht der Opfer zu Schanden werden zu lassen. Diesem ganzen Vorstellungskomplex müsste der Höllengedanken zugeordnet werden. Dann wäre auch klar, es lässt sich kein theoretischer Begriff von der Hölle fassen. Ja, es ist ohnehin keine Vorstellung, mit diesem Ort zu verbinden. Nicht mal der Örtlichkeit, sondern es müsste im Stoppschild verglichen werden, das vor dem Abgrund warnt, der am Rande ist und nicht ins Auge gefasst werden muss, der aber um der Gerechtigkeit willen nicht negiert werden kann. Sie haben nicht das Recht, die Möglichkeit definitiv auszuschließen. Genauso wenig, wie sie das Recht haben, eine bestimmte Art der Wirklichkeit zu behaupten. So würde ich ungefähr die Stellung des Höllengedankens im Zusammenhang der eschatologischen Vorstellungen einordnen. 5 Minuten, dann sind wir im Himmel. Das Purgatorium lasse ich jetzt mal raus, weil ich beim nächsten Mal auch noch was zu reden habe. Und das zwischen individuellem Tod und universalem Weltende zu vermitteln gedenkt, als ein Zwischenzustand. In der Reformation kritisiert worden, aber trotzdem ist es immer ganz interessant, solche Vorstellungen zu rekonstruieren. Das mache ich beim nächsten Mal. Ich empfehle Ihnen jetzt der Schrift, was ich schon einmal, glaube ich, getan habe, Luther's Sermon vom seligen Sterben. Da lautet die erste Botschaft folgendermaßen: Solange die Menschen am Leben sind und gut im Saft stehen, dann macht ihnen die Hölle heiß. Und zwar deshalb, damit sie wissen, was es mit der Gerechtigkeit und dem Gericht Gottes auf sich hat. Dass sie das Böse meiden und das Gute suchen. Deshalb heißt die Reihenfolge Gesetz und Evangelium. Aber wenn es ans Ende geht und wenn der Mensch in der Krise des Abschiedsnehmens steht, kein Wort mehr von Tod und Teufel, sondern dreh dich um, reck ihnen den Rücken zu und sprich, was in solchen Situationen nach Maßgabe Luthers
zu sprechen ist, leck mich. Keine Auseinandersetzung mit Tod und Teufel. Wende dich weg. Vermeide jeden Gedanken an Gericht, Tod und Übel, sondern wende dich ausschließlich dem auferstandenen Gekreuzigten als dem Inbegriff des Evangeliums zu. Und wenn dich Tod und Teufel biesacken, dann lass dich dessen getrösten, dass er selbst den Tod erlitten hat. Ja, dass er nicht nur den Tod erlitten hat, sondern in den seelischen Abgrund der Hölle gefahren ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Spricht der, von dem der Hauptmann im selben Atemzug sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Deshalb lassen Sie mir jetzt einfach so schließen, wie ich beim letzten Mal begonnen habe. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, der uns schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Sein Weihnachtslied, das aber angereichert werden muss durch die Passionslieder, und ihre Vollendung findet in den Oster- und Pfingst- und Himmelfahrtsliedern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Also, wenn Sie haben alles getan, um den Gedanken uns zu vermitteln, das muss man wirklich sagen. Und jetzt muss ich trotzdem noch, ich frage jetzt mal zweifelnd nach, ja? Ja. Also der schöne, also was Sie so wertschätzen, der Sermon von Luther, ja, vom Leben und Sterben, macht Ihnen die Hölle heiß, solange Sie leben, und dann soll man es auf einmal vergessen am Ende. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Also ist doch eine schwarze Pädagogik. Mhm. Ja? Und was mir gefällt an Ihrer Rede, ist, dass das alles in Gedanken übersetzt wird, mhm, und damit wird es heilsamer. Mhm. Ja, dann kann man es verstehen. Mhm. Aber diese Bilder, die uns psychologisch eingetrichtert werden, die werden wir am Schluss nicht mehr vergessen. Und damit, glaube ich, funktioniert das religiös nicht wirklich. Gedanklich schon. Oder was meinen Sie? Nun, erstmal müssen wir wirklich nachfragen, ob die Verängstigung durch diese Bilder so massiv ist, wie sie unterstehen. Vielleicht heute nicht mehr. Ich glaube, das dürfte eher zutreffen. Ich muss aber auch von mir sagen, Übermaß an Verängstigung ist durch diese Bilder auf meine kindliche Seele nicht ausgeübt worden. Aber Luthers Zeit. Auch da wird man fragen müssen, ob die Psychologisierung dieser Thematik wirklich zutreffend ist. Ich glaube das nicht. Das war in bestimmten polemischen Kreisen und in manchen katholischen Traditionen bis zum heutigen Tag, dass man gesagt hat, die eigentümliche Theologie Martin Luthers und die Rede von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade um Christi willen durch Glauben und überhaupt die ganze Entwicklung dieses Reformators, die erklärt sie nur durch diese abgründigen psychischen Erfahrungen. Das glaube ich nicht. Da unterschätzt man den Luther als Intellektuellen erheblich, das spielt alles eine Rolle, aber er macht von diesen Vorstellungen auch einen argumentativen Gebrauch. Es ist nicht so, dass er dem unmittelbar aufsitzt, sondern er rekonstruiert diese Vorstellungen und kann deshalb auch Abstand nehmen von volkstümlichen Bildern, wo da die Seelen geröstet und mit allerlei übelsten sadistischen Dingen in Verbindung gebracht werden. Ich weiß auch nicht, ich glaube es nicht, dass durchschnittliche Erwachsene unserer Tage sich da allzu groß beeindruckt fühlt. Das glaube ich nicht. Von daher denke ich mir immer, das sind, wenn überhaupt, Nachhutgefechte. Und
ich denke zunächst mal, wäre es wichtiger zu rekonstruieren, warum in Traditionen mit einer gewissen Beständigkeit und unabhängig von aufklärerischen, naheliegenden aufklärerischen Einwänden, solche Vorstellungen sich erhalten. Ne? Ich meine, dass der Teufel jetzt Unperson, wenn man überhaupt mit dem Personenbegriff in Verbindung bringen will, er ist das, der alles destruiert. Ne? Die Macht ist, die stets verneint, aber eben auch deutlich macht, dass es zum Unwesen des Bösen gehört, seinen Täter zu besessen, zu besitzen, in Besitz zu nehmen. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als feststehen zu müssen, ich kann nichts mehr machen. Es ist eine Untat, die irreversibel ist und die mir auch keiner vergeben kann, kein Mensch. Man muss da, glaube ich, auch um der Gerechtigkeit willen eine bestimmte Klarheit herrschen. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen etwas zu vergeben, was der ihm nicht selbst angetan hat. Sie können nicht sagen, der hat jetzt den um dies oder jenes gebracht, am Ende gar um sein Leben. Und dann hat irgendeiner als Mensch nur das Recht, ihm zu vergeben. Das hat kein Mensch. Und wenn er sich das Recht nimmt, dann tut er Unrecht, und zwar massives Unrecht. Da können es nur die Religion bemühen und die Beichte und die Buße und die Absolution. Aber nicht, weil es der Pfarrer da individuell zusagen kann, sondern um eines Auftrags willen. Hier kann überhaupt nur Gott was ausrichten. Ansonsten ist Feierabend. Ansonsten ist die Hölle manifest. Also ich sage ja, die Gedanken, wie sie es in Gedanken kleiden, das finde ich total gut. Ja. Ich weiß nur nicht, wie stark das die Frömmigkeit in der Kirche geprägt hat. Aber ja. Gut, da müssen wir drüber, ich glaube das nicht. Ich denke auch, dass die Kirche gut beraten wäre, die intellektuellen Fähigkeiten ihrer Schäfchen ein bisschen höher anzusetzen, als das üblicherweise der Fall ist. In der Regel, oft höre ich eigentlich das, wo ich sagen muss, ich meine, das hätte man selbst aussagen können, das muss man jetzt nicht zum 150. Mal anhören, sondern es müssen schon die dicken Bretter gebohrt werden und dazu gehören eben auch solche elementaren Fragen, die ins Zentrum der Theologie führen, nämlich wie sie Gerechtigkeit und Güte zueinander verhalten. Und was ich jetzt da gerade gesagt habe, ist ja Zentralthema lutherischer Theologie, das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Und das ist eine schöne Pointe bei Luther. Das ganze Leben kann die Reihenfolge nur die sein, Gesetz und Evangelium. Von den Geboten zur Verheißung des Evangeliums. Aber wenn du am Ende bist, dann kehrt sie die ganze Geschichte heilsam um. Dann steht das Evangelium am Anfang. Und alles, was ansonsten noch zu sagen ist über Gesetze und Gebote, folgt danach. Beim Purgatorium und bei der Frage nach dem Gesetz, nach dem Gericht, nach den Werken, werden wir beim nächsten Mal nochmal darauf zu sprechen kommen. Also Karl Barth hat es ja eigentlich umgedreht. Der hat es umgekehrt. Und ich sage ja, diese umgedrehte Form, Evangelium und Gesetz, findet sie bei Luther auch. Bei Barth ist die Schwierigkeit, wo ich nicht sage, er lehrt so, aber dass er die Gnade prinzipialisiert. Und das ist falsch. Würde er das lehren, dann ist es falsch. Ich zweifle aber, ob er es wirklich gelehrt hat. Prinzipialisierung der Gnade hieße, die Liebe Gottes steht in keinerlei, für uns Menschen, Spannung mehr zur Gerechtigkeit Gottes. Ja, aber wenn man jetzt mal entwicklungsgeschichtlich sich ansieht, dann braucht der Mensch am Anfang eine Anerkennung seiner selbst und Zugewandtheit und Liebe und Empathie. Daraufhin kann er sich zu einem, sage ich mal, mehr oder weniger guten Menschen entwickeln. Das heißt, am Anfang steht eben doch die Liebe, die Zuwendung,
Und das ist ja die Voraussetzung von allem. Ja, das will ich ja damit überhaupt nicht leugnen. Ich habe das ja auch nicht so gesagt, dass ich es jetzt auf bestimmte Entwicklungsphasen des Lebens verteilen will. Ich sage nur, wenn der Mensch an sein Ende kommt. Und Sie könnten ja sagen, darin gleicht dann das Frischgeborene und überhaupt der kleine Mensch, das Kind, gleicht in gewisser Weise, das ist noch nicht so zu Bewusstsein gekommen, dass ihm die harte Differenz zwischen Gut und Böse schon im Grunde tangiert. Darum könnte man, wenn wir jetzt spekulativ argumentieren wollen, sagen, die Nähe zur Geburtlichkeit und die Nähe zum Tod hat eine gewisse Verwandtschaft miteinander. Das Infantile und das Senile nähert sich gut an. Und es ist ein ganz großer humaner Fehler, wenn man sozusagen die senile oder die infantile Existenz als eine defiziente Existenzform betrachtet, als würde alles nur sozusagen auf dem vollentwickelten Bewusstseinsleben des Erwachsenen stattfinden. Also der Erwachsene schläft und er ist aus mit seinem Bewusstsein und seinem Erwachsenensein. Oder er ist trunken oder was weiß der Kuckuck, er ist sonst was von Sinnen. Also wir dürfen nicht alles am bewussten Leben des Erwachsenen orientieren, als sei das das Einzige, was human interessant ist. Und darum denke ich, wäre es nicht so abwegig zu sagen, dass die Kinder und die Alten, die der Geburt nahen und die dem Tode nahen, auch eine besondere Fürsorge Gottes, sage ich jetzt einmal, für sich in Anspruch nehmen dürfen, weil sie noch in einer erkenntlichen Weise bedürftiger sind als, ich will das nicht überspannen, sage nur, dass dem Kind jetzt sofort mit richtender Gerechtigkeit zu kommen, natürlich abwegig wäre. Also für die Kinder und für die Alten, die Batsche Reihenfolge Evangelium und Gesetz, für das bewusste Erwachsenenleben die Reihenfolge Gesetz und Evangelium. Kompromiss, oder? Ja, jetzt würde ich gerne auch Ihre Fragen zu Wort kommen lassen oder Kommentare oder Widersprüche. Ich komme zu Ihnen und muss ich jetzt wieder meine Maske aufsetzen und wenn Sie sprechen, bitte auch. Sorry. Ja, ich habe jetzt die beiden Vorträge mir angehört und sind Gedanken, die mir gekommen sind, sind die Traditionen nicht auf etwas zurückzuführen, das uns Menschen eigen ist. Wir wollen Harmonie, können keine Dissonanz verstehen und wir wollen Gerechtigkeit. Mhm. Das sind ja die beiden, die durchgehen, die Begriffe. Ob ich vom Paradies rede, da ist Harmonie. Ich brauche dann Gerechtigkeit und das wird auch Gott zugestanden. Ja. Und ich sehe das in allen, fast allen religiösen Komponenten. Ja. Diesen Konflikt, der im Menschen ist, aufzulösen. Und vielleicht ist das unser Sündenfall, dass wir eigentlich das gelernt haben, zwischen Gut und Böse aufzulösen. Und wenn wir das nicht gelernt hätten, bräuchten wir ja das Ganze gar nicht. Das habe ich jetzt akustisch nicht mitgekriegt. Wenn wir nicht gelernt hätten, durch den Sinnfall zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, dann bräuchte man ja die ganzen Konstruktionen nicht. Mhm. Und für mich ist ja auch die Vorstellung, wir haben die Vorstellung vom ewigen Leben oder Leben nach dem Tod, ist die ja strebenswert, in Harmonie dort zu leben ewig. Vielleicht ist nicht Nirvana viel schöner, wo nichts ist, wo ich nicht mehr bin. Den Schluss muss ich nochmal. Ist ein Nirvana vielleicht nicht. Ah, im Nirvana, ja, okay. Eine bessere Vorstellung, wo nichts mehr ist, wo ich auch nicht habe und nicht ewig schön sein muss und vielleicht auch noch Hosanna singen. Ja, okay. Ich will zum ersten Teil Ihrer Frage Stellung nehmen, dass Harmonie und Gerechtigkeit Elementarfaktoren menschlichen Sehnens, Trachtens, lebensbestimmende Faktoren sind. Das ist klar. Und wenn diese
Maxime der Gerechtigkeit eine Unbedingtheitsdimension haben, dann wird man sich ja nicht wundern müssen, wenn sie mit Ewigkeitsassoziationen verbunden sind. Weil sonst würde ja ihre Unbedingtheitsdimension ausgeblendet. Wir haben kein Erfahrungswissen vom Jenseits. Wir wissen nichts im empirischen Sinn von transzendenten Welten. Und wir werden dort auch keine Informationen durch irgendwelche Offenbarungen oder sonst was erhalten. Wir müssen also sagen, empirisch geurteilt haben wir davon kein Realwissen. Punkt. Deshalb müssen die Vorstellungen aber nicht unbegründet sein, so wenig etwa die Verbindlichkeit der Gerechtigkeit, der kategorische Imperativ oder was weiß ich, von einer elementaren humanen Bedeutung ist, ohne den der Sinn des menschlichen Lebens gar nicht denkbar wäre. Wenn es den Gedanken der Gerechtigkeit nicht gibt, und wenn man mit dieser Idee nicht der Realität zu verbinden vermag, dann ist das Sinnlosigkeits-, ja, Sinnwidrigkeitsindiz. Und ein humanes Zusammenleben, überhaupt die Vorstellung von Humanität, ist nicht zu gewinnen. Und ich würde sagen, deshalb gehört zum Gedanken auch, der Humanität auch, die Unbedingtheit dieses Gedankens. Andere Geschichte ist dann die mit dem Wohlergehen, ne? Dass das Sittliche das eine und das Sinnliche das andere ist, ist wohl der Fall, aber es lässt sich nicht einfach auseinander dividieren. Der Mensch, sagt selbst Kant, hat ein Anrecht auf sinnliches Wohlergehen, wenngleich nur unter Gerechtigkeitsprämissen. Also die Hierarchie ist klar, Sittlichkeit, Sinnlichkeit. Aber trennen können es die beiden selbst unter kantischen Bedingungen nicht. Dann würde ich jetzt nur mal sagen, dann haben Sie einen Erklärgrund, ja, warum diese Vorstellungen und Imaginationen nicht einfach abwegig sind, sondern ich würde sagen, zum Menschsein des Menschen gehören. Damit habe ich über Ihren theologischen Realitätsgehalt noch nicht geurteilt. Aber ich sage, dann präge mir ein Bild vom Menschen aus, das menschlich ist, unter Verzicht etwa der Unbedingtheit der Gerechtigkeit oder des Harmoniestrebens oder was weiß ich. Das Zweite mit dem Nirvana, das ist jetzt eine konkrete Jenseitsvorstellung. Diese Jenseitsvorstellung ist darauf aus, dass die Erlösung eine allgemeine Indifferenzierung mit sich bringt. Man muss dann die Rückfrage schon stehen, inwiefern kann das mit dem Erlösungsbegriff verbunden werden. Das Nirvana müsste ja dann auch als ein Zustand vollständiger Bewusstlosigkeit gedacht werden. Das Nirvana müsste ja gedacht werden als völlige Indifferenzierung aller Unterschiede. Inklusive des Unterschieds von Gut und Böse. Und das dagegen sträubt sich der jüdisch-christliche Gerechtigkeitssinn etwa. Es wäre ungerecht, wenn alles indifferenziert würde. Und es wäre das Höchstmaß an Ungerechtigkeit, wenn die Differenz von Gut und Böse indifferenziert würde. Deshalb hat das Christentum mit dem Nirvana-Gedanken nichts im Sinn, so sehr es auf der anderen Seite die Vorstellung der Ruhe. Requiesca in pace. Also nicht irgendwie nur reinpfuschen oder dies oder jenes bewirken wollen, sondern sie sollen in Ruhe gelassen werden. Übrigens auch uns in Ruhe lassen. Das gehört auch dazu. Dass die Toten mischen hier nicht mehr mit. Und sie müssen auch nicht mitmischen, weil sie bei Gott gut aufgehoben sind. So, Nirvana aus den besagten Gründen abzulehnen. Wenn Sie jetzt die Nirvana-Idee stark machen wollen,
dann müssen sie sagen, ja gut, dann mache ich stark, ohne Rücksicht auf all diese Differenzierungen, die unser Denken bestimmen. Eine andere Sache, Reinkarnationsvorstellung ist ja in vielen christlichen Kreisen hat es Eingang gefunden. Die Vorstellung ist naheliegend, wenn mein Körper mehr oder mehr gebrechlich wird, aber mein Geist noch längst nicht erschöpft ist, dann kann ich sagen wie Goethe, ich bestehe drauf, dass mir die Natur ein neues Zuhause, ein neues Kleid oder was weiß ich, einen neuen Körper zur Verfügung steht. Also der Wunsch ist mehr als verständlich. Von daher kann man das Motiv, Reinkarnationsgedanken zu hegen, eindeutig verstehen. Aber Sie haben Probleme. Warum? Weil wenn Sie sozusagen Ihren Leib wie ein Kleid abstreifen könnten, um einen anderen, ich lasse Sie jetzt nicht reinkarnieren in irgendwelchen Pflanzen oder Tieren, das würde die Sache zusätzlich erschweren. Aber obwohl es auch ein Indiz wäre für das Bewusstsein einer allgemeinen Zusammengehörigkeit des Lebendigen. Soweit ist es ein Wahrheitsmoment. Ist also nicht einfach falsch, hat Wahrheitsmomente. Aber falsch ist es insofern, wenn man die Vorstellung hätte, ich kann meinen Leib abstreifen wie ein Kleid und mir anders anziehen. Weil ihre leibhafte Lebensgeschichte ja untrennbar mit dem verbunden ist, was sie ich, Seele oder wie auch immer nennen. Und der Individualitätsgedanken würde Schaden nehmen. Wenn einer ein anderer sein kann, dann ist es ein Problem. Anders, ja. Aber dann muss man der Reinkarnationstheoretiker zeigen, wie man unter Reinkarnationsbedingungen die Selbigkeit der Individualität gewährleisten soll. Wenn er das nicht kann, dann sage ich auf Wiedersehen. Ich wollte mal fragen, vielleicht könnte man doch noch mit der Reinkarnation und dem Nirvana-Begriff dieselben Gedanken herstellen, die Sie jetzt im christlichen Bild geführt haben. Das würde ich aber gerne hören. Ja, ich versuche es mal. Ja. Also das Nirvana ist ja nicht am Schluss einfach in Schlafe, sondern man macht ja diese Reinkarnationsdurchgänge quasi im Sinn einer Läuterung. Das ist ja wie das Purgatorium. Ja? Mhm. Ich entwickle mich durch mehrere Existenzen. Aber wie sind Sie? Weil das ist ein logisches Problem. Ich wollte nur den Gedanken mit dieser... Ja, aber der Satz gibt nur einen Sinn, wenn Sie ein identisches Subjekt in Anschlag bringen. Sie durchlaufen Läuterungen. Ja. Und wer garantiert die Identität Ihres Selbst, dessen, was Sie Sie nennen? Also dann kämen wir jetzt in verschiedene Lernenkünste Atman sein, aber ist ja auch wurscht. Wer? Atman, dieses Seelenanteil. Ja, ja, gut, ist der individuiert? Ja, in manchen buddhistischen Lehren, ja, und im Mahayana-Buddhismus halt nicht. Aber ich wollte nur sagen, das Nirvana ist ja nicht einfach am Schluss ein seliges Entschlafen, sondern durch diese Reinkarnationen ist ja ein Läuterungsprozess und der läuft darauf hin, Gier, Hass und Illusionen zu verlieren. Mhm. Und wenn Gier und Hass als diese treibenden Kräfte erschöpft sind, ja, und die Illusion der individuellen Existenz unabhängig von allem anderen, dann tritt man in das Nirvana ein. Ich sage jetzt nicht, das ist mein Glaubensbekenntnis. Ich wollte nur sagen, kann man nicht dieselben Gedanken, die Sie stark gemacht haben, an einem anderen Religionsbeispiel genauso durchführen? Ich würde da zunächst mal sagen, ich bestreite das nicht prinzipiell, aber ich würde dich bitten, deine Theorie noch etwas differenzierter zu elaborieren, dass sie überhaupt eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Das gibt ja Leute, die das machen. Nein, das ist so. Jeder interreligiöse Dialog ist überhaupt nur so interessant, dass ich sage, erklär mir du bitte mal, wie du auf deine Vorstellungen kommst. Mhm. Und erklär es mir bitte so, dass ich nicht nur ganz vage Vorstellungen von dem habe, was du denkst, sondern versucht es in einer theologisch oder wie auch immer ausdifferenzierten Weise zu tun. Darum hat sich das Christentum jedenfalls redlich bemüht und tut es bis zum heutigen Tag, was man nicht von allen religiösen Erscheinungen so sagen kann. Wenn man sagen kann, dann muss der Beweis angetreten werden. Aber ich finde, die Theorieanstrengung, die kann keiner Religion erspart bleiben. Nein, das ist ja okay und das gibt es ja, aber auch, das kann man jetzt nicht in 10 Minuten durchführen. Genau. Ja, aber ja. Gibt es ja. Ich wollte nur sagen, mein Punkt ist ja nur der,
es kann dieser Gedanke, den Sie gehabt haben, auch in anderen religiösen Bildern durchgeführt werden. Das glaube ich nicht. Na, nicht genau das glaube ich nicht. Und wenn ich das glauben sollte, müsste davon überzeugt werden. Und das würde voraussetzen, dass man etwa die Nirvana-Vorstellung oder die Reinkarnationsvorstellung so rekonstruiert, dass die Vergleichbarkeit mit der jüdisch-christlichen Tradition nicht nur Behauptung bleibt, sondern wirklich bewiesen ist. Im Übrigen finde ich, kann der interreligiöse Dialog sowieso nicht so ablaufen, dass man sagt, im Grunde ist es doch irgendwie alles gleich. Nein, sage ich ja nicht. Da halte ich gar nichts davon. Sondern man soll die Geister aufeinander platzen lassen. Jeder soll zunächst mal seine Denkungsart möglichst differenziert entwickeln. Dann wird man sehen, ob das der Fall ist oder nicht der Fall ist. Aber das kann er sozusagen nur aus der eigenen Tradition heraus und sollte das dann auch tun. Der christliche Theologe ist zunächst mal dazu bestellt, und auch bei der Religionswissenschaft wird man fragen müssen, ob sie sozusagen so abstrakt vorgehen kann, dass sie eine Quintessenz aus allen religiösen Traditionen raus oder sowas wie ein Weltethos, als würden die Religionen wirklich über gemeinsames Weltethos versuchen. Also das ist auch schon eine relativ steile These. Ich halte es mehr mit einer anderen Vorstellung. Die Prinzipien der Religionsfreiheit, der Gewissensfreiheit und der Nichtidentifikation von Staat und Kirche, die müssen die Rahmenbedingungen gewährleisten, innerhalb dessen dann ein interreligiöser Dialog stattfinden kann. Aber allen Religionen ist abzuverlangen, dass sie diese Prinzipien akzeptieren. Das heißt, es darf die Religionszugehörigkeit und der Religionswechsel nicht mit irgendwelchen Repressalien verbunden sein. Wenn das der Fall ist, dann ist der Dialog schon beendet, bevor er überhaupt beginnt. Denn das ist immerhin eine mühsam erlernte Angelegenheit des Christentums, dass man religiös dissentieren kann, ohne deshalb über die Klinge springen zu müssen. Das ist die Bedingung dafür, dass man überhaupt einen religiösen Dialog eintritt. Und dann sollen die einzelnen religiösen Konfessionen und Parteien zunächst mal möglichst differenziert sagen, was sie denken, nicht denken, glauben und so weiter und so fort. Jetzt habe ich was ausgelöst, was ich gar nicht auslösen wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man diesen Grundgedanken, also nicht denselben vielleicht, ja, aber ähnliche Herausforderungen, die menschliche Existenz stellt, auch an anderen religiösen Denksystemen nicht ausgeschlossen kann. Genau. Herr Schaffner, bitte Mundschutz an. Und gestatte mir, Sie müssen nicht so laut sprechen. Also ich gestatte mir eine wahrscheinlich sehr alberne Bemerkung oder Frage. Also, wir haben immer so geredet, Menschen, Erde. Jetzt ist es vielleicht so, dass die Erde ist ja so winzig in diesem ungeheuren Weltall. Es mag vielleicht nicht unendlich, aber es mag unendliche Lebewesen mit einem Ich, mit einem Selbst geben. Da hätte der Herr viel zu tun zu richten, aber das schafft überhaupt. Aber ich frage Sie mal noch auf die Erde zurück. Wir werden ja immer mehr und alle haben ein Selbst und ein Ich. Wo kommen denn die ganzen Seelen her? Immer mehr. Naja, was den ersten Teil Ihrer Frage anbelangt, so halt es doch mit der Vorstellung, dass die Welt wie endlos ihre Gefilde sein mögen, Kosmos, mithin Ordnung und nicht ordnungsloses Chaos ist. Fragen drängen sich auf. Was ist mit den Myriaden von Universen, die es möglicherweise noch gibt? Und wie verhält sich das zum marginalen Status unseres blauen Planeten oder gar der einzelnen Existenzen wie wir, die in kurzer Zeit auf kleinem Raum in einem überdimensionierten
Weltall ihr bescheidenes Dasein fristen. So könnte man argumentieren, dann wäre die Folge der kosmologischen Überlegungen die Wertlosigkeit des menschlichen Daseins. Man kann aber umgekehrt argumentieren und sagen, es sind immer Wissende, um sich Wissende, Menschenwesen, die die ganzen kosmologischen Theorien, sicher auf der Basis empirischer Daten, aber doch in wissensmäßiger Form sich zurechtlegen. Von daher könnte man auch die Gegenrechnung aufmachen und sagen, im Vergleich zu einem um sich wissenden Wesen wie dem Menschen, ist der ganze Gestirnenschutt marginal. Das war jetzt die eine Geschichte. Ob jetzt auf anderen Planeten oder in anderen Universen noch selbstbewusste Wesen existieren, why not? Nur, wenn es der Fall ist, dann müssten auch für die Ordnungsregeln gelten, die den Begriff der Gerechtigkeit nicht destruieren. Sie müssten, wenn Sie Ihre Argumentation jetzt ausarbeiten, verhindern, dass am Ergebnis der Satz steht, im Grunde ist alles wurscht und angesichts unendlicher Weiden alles marginal und im Grunde nichts. Und das glaube ich nicht. Und das würde auch der christlichen Grundüberzeugung widersprechen. Darum darf ich nochmal ein Weihnachtslied zitieren, den alle Weltkreis nie beschloss. Und mögen die Universen noch so endlos sein, den alle Weltkreis nie beschloss, der liegt nun in Mariens Schoß und ist nicht umsonst nicht nur Mensch geworden, sondern ein Kindlein worden klein, der alle Welt erhält allein. Das ist eine ungeheure Pointe, die das Christentum herausgestellt hat. Und ich habe schon mal gesagt, wenn es nicht schon erfunden wäre und wenn es nicht wahr wäre, müssten wir es erfinden und für wahr erklären. Denn ohne diesen gewissen Glauben nimmt die Humanität Schaden. Und dadurch soll man sich nicht beeindrucken lassen. Es ist nicht uns aufgegeben, unseren Sinnleim über alles Mögliche zu machen. Ich weiß auch nicht, was sich Gott dabei gedacht hat, dass er jetzt solche überdimensionierten, wenn es denn der Fall ist, wenn es nicht primär Theoreme sind, darüber müssen wir sich auch nochmal unterhalten, ne? Multiversen und was weiß der Google was. Wenn ich in die Theorien nehme, einsteige, dann muss ich als erstes wahrnehmen, das sind menschliche Theorien. Ja? Wer macht denn diese Theorien? Doch nicht die verschiedenen Galaxien, sondern die Theorien machen Naturwissenschaftler. Und wir unterhalten uns jetzt hier. Und die Universität ist der Sitz im Leben dieser Theorien zum Beispiel. Und ihr Effekt ist ein technischer. Und vielleicht auch die Primärmotivation, solche Theorien auszubilden. Technischer, ökonomischer oder wie auch immer. Aber wir bewegen uns auch da zunächst mal in menschlichen Gefilden. Und darum wird man schon noch mal fragen müssen, ob die Tatsache, dass die Sonne da aufgeht und dort untergeht, ob das dadurch falsifiziert ist, dass jetzt plötzlich weiß, ja, das ist eine Kugel und die Erde kreist um die Sonne und kreist um sich selbst, das ist alles schön und gut. Dadurch wird aber nicht die Alltagswahrnehmung falsifiziert. Man könnte sogar mal die Gegenrechnung aufmachen und fragen, ob nicht die Alltagswahrnehmung die stetige Bedingung der Möglichkeit von Theoriebildung bleibt. Wäre auch mal ein Gedankenwert. Und sagen wir mal so, unser Alltagsbewusstsein ist ja dann
von den Ideen, von den metaphysischen Ideen, die sie mit Physik und anderen Gefilden verbinden, auch nicht so im Innersten erschüttert. Sie haben mich beim letzten Mal nochmal darauf angesprochen, mit dieser Determiniertheit unseres Willens. Naturkausal determiniert. Natürlich, wenn ich jetzt da Elektroden rein und ich kriege da einen Strom, dann werde ich irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit. Aber erstens ist die Frage, ob das mit mir gemacht werden darf. Und das Zweite ist, ob es nicht Menschen sind, die das tun. Und das Dritte, wenn ich es generalisiere, wäre die Frage, was das eigentlich für den Theoretiker dieser Theorie bedeutet. Denn dann müsste ja auch die Theorie aus Gründen der Konsequenz naturkausal determiniert sein. Dann beißt sie die Kuh irgendwo in den Schwanz. Also von daher würde ich sagen, man dürfte sich ja nicht zu sehr beeindrucken lassen von dem, was die Naturwissenschaft an metaphysischen Tendenzen erzeugt. Es ist nicht alles Metaphysik, es ist nicht alles Physik, was unter diesem Vorzeichen im Feuilleton behauptet wird. Wir sind eigentlich zeitlich am Ende, aber da aus der Zuschauerschaft an den Bildschirmen noch eine Frage reingekommen ist, würde ich die gerne noch ins Publikum vermitteln. Und zwar fragt Rudi Popp, kann man nicht auch die Wiederbringungslehre retten, indem man sie nicht auf die Aufhebung von der Differenz von Gut und Böse hinauslaufen lässt, sondern mit der Möglichkeit einer endzeitlichen Vergebung Gottes als Ausdruck der Einheit von Liebe und Gerechtigkeit in Verbindung bringt? Das stimmt. Diesen Gedanken der Einheit von Liebe und Gerechtigkeit, auf den kommt es an. Und es ist nicht undenkbar, dass diese Einheit von Liebe und Gerechtigkeit durch Gott realisiert wird. Wir dürfen den Gedanken aber nicht zu einem gegenwärtigen Prinzip erheben. Ich will aber jetzt trotzdem nochmal imaginieren. Das hat mir mal einer nach einer Predigt gesagt. Da habe ich die These vertreten, dass sozusagen die Opfer vom gerechten Gott das Recht bekommen, zu richten und ihr Recht geltend zu machen. Und er hat gesagt, dieses Recht werden die Gerechten sofort an Gott zurückgeben, weil sie ihre Gerechtigkeit gerade dadurch auszeichnet, nicht mehr in einem Gegensatz befangen zu sein, sondern erlöst zu sein, auch von der Differenz, in der das Opfer zum Täter steht. Und von daher wäre der Gedanke nicht undenkbar, dass die Opfer durch ihre Erlösung eine Möglichkeit der Versöhnung gewinnen, die das Vergangene nicht nur vergessen, sondern zunichte macht. Das ist aber eine grenzwertige eschatologische Fantasie, die als eine grenzwertige Fantasie ebenso in Betracht zu ziehen ist, wie die grenzwertige Fantasie von irgendwelchen Höllengedanken. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. So. Ja. Selbst wenn man jetzt nicht ins Extrem denkt, wird man ja sagen müssen, dass die Betrachtung des eigenen Lebens subspecie aeternitatis im Lichte der Ewigkeit mit Wehmut
und vielleicht auch einigem Schmerz verbunden sein wird. Und zwar mit einem heilsamen Schmerz und einer beglückenden Wehmut. Ich glaube, man muss von der Vorstellung Abschied nehmen, dass das Paradies eine Harmonie, die jetzt wieder regressiv jenseits der Differenz von Gut und Böse anzusiedeln wäre. Das hielt ich für falsch. Dann würde das ganze geliebte Lieben ausgeblendet. Und wenn das geliebte Lieben im Licht der Ewigkeit in Betracht gezogen wird, dann müssen gerade die Beseligten sagen, du Narr, wie blöd warst du, indem du mit anderen umgegangen bist, als wärst du als ewiger Besitz gegeben. Indem du auch mit dir selbst umgegangen bist, als wäre die Geschichte auf ewige Dauer gestellt. Wie langweilig du vielfach warst. Aber auf der anderen Seite auch, wie zerstreut und dem oder jenem hingegeben du warst. Wie blind du warst im Blick auf viele Schönheiten, die dich umgaben, die du nur hättest sehen müssen. All dies wird mit dem Glück der Erlösung verbunden sein. Ja, ich würde sagen, es wird es erst eigentlich zu einem Glück machen. Zu einem Glück, das sozusagen das Leid in sich zu bergen vermag und mithin eine andere, tiefere Freude ist, als die, die sozusagen das Leid schlendernd übergeht. Da werde ich im Purgatorium und nicht im Purgatorium, da werde ich im Zusammenhang der Purgatoriumsidee beim nächsten Mal nochmal genauer darauf eingehen und da werden wir dann auch die kosmologischen Perspektiven noch etwas genauer in Blick nehmen. Gut, mit diesem Ausblick danken wir. Ich finde echt, es sollte viel mehr so gepredigt werden, ehrlich gesagt, also weil es einfach die Banalität aus dem Christentum ein bisschen rausnehmen würde. Ne? Ich hoffe, Sie hatten geistigen Genuss oder intellektuelles Vergnügen heute Abend und danke, dass Sie da waren, dass Sie mitgedacht haben. Danke Ihnen für dieses ernsthafte Nachdenken mit uns. Vielen herzlichen Dank und danke allen, die zu Hause dabei geblieben sind, auch wenn wir einen kurzen Stromausfall hatten. Und danke für unser souveränes Team, das das en passant alles repariert hat. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und nächsten Freitag diesmal, sind wir ein bisschen einen Tag später, geht es weiter mit der Apokalypse, diesen Tag im Verzug. Gell? Nächstes Mal ist Freitag. Freitag, ja. Genau. Und ich wollte Sie noch zu was anderem einladen, was wir ganz spontan ins Programm aufgenommen haben, aufgrund der ganzen Rassismusdebatten, der Bilderstürze, der Diskussion um Umbenennungen der Straßen wie Mohrenstraße und so weiter, haben wir am kommenden Montag allerdings eine Zoom-Veranstaltung. Sie müssten online sein, aber was nicht so schwer ist, mit Kia Wahland, die ist Meinungsredakteurin in der Süddeutschen Zeitung, Kunsthistorikerin und wird dieses ganze Phänomen Bildermacht und Bildersturz mit uns durchdenken. Also das finden Sie im Flyer draußen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, in Zoom einzusteigen, das geben wir Ihnen gern. Das ist leichter, als Sie denken. Und unsere älteste Teilnehmerin war immer 91 Jahre. Also Mut, nein, wirklich. Also es gibt Leute, die sind enorm engagiert in der Zeit, wo der Lockdown war, ja, wo sie nicht aus dem Altersheim raus konnten und haben das gelernt und waren super dabei. Also wenn Sie Unterstützung möchten, sich in sowas reinzufinden, machen wir sehr gerne, melden sich. Einfach und ansonsten jetzt einen schönen Feierabend, schönes warmes Bier wieder. Ne, heute war es ja nicht so kalt, ein schönes kaltes Bier und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Herr Minister.